im letzten Opel E-Rocks Video, da sind wir euch ja schuldig geblieben, die Waschanlagentauglichkeit. Das wollte ich jetzt einmal nachholen mit unserer Standard Waschanlage. Und dann zeige ich euch mal, wie der in der Waschanlage sich so performt, ob er nass wird von innen oder nicht. Ich vermute mal, er bleibt trocken. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit für euch, wollte ich euch mal zeigen. Ist eine coole Sache, um das Fahrzeug an der öffentlichen Ladesäule zu laden. Das hatten wir ja euch schon mal gezeigt, so ein Teil. Aber der hat eine kleine Extra-Funktion. Und zwar ist da eine App-Steuerung dabei. Beziehungsweise nicht eine App-Steuerung, aber man kann sich da wohl ein paar Daten angucken über den Ladevorgang. Das ist ja ganz interessant, weil das Fahrzeug selbst hat ja keine Möglichkeit, irgendwelche Daten anzuzeigen. Und über diesen Ladestecker kann man dann vielleicht ein paar mehr Informationen rauskriegen. Da geht er auch nicht ganz ran. Aber er geht nicht auf Fehler. Ein paar Sekunden später. So. Part 1 haben wir geschafft. Mal gucken, ob wir jetzt zur Ladestation noch kommen. Interessanterweise, der Kunststoff, der ist so porös, ja, von dem Fahrzeug. Also so matt. Und die Waschanlage war irgendwie nicht in der Lage, das richtig abzupusten. Also es war immer noch so eine Restfeuchte zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Wir sind hier jetzt an der Ladestation. Das ist dieser Stecker. Der hat hier einen Typ 2 Anschluss und hier eine Schuko Steckdose. Und zusätzlich hat er hier Schalter, mit dem man der Ladestation signalisieren kann, dass das Fahrzeug ladebereit ist und angesteckt ist. So, das kann man jetzt hier einfach einstecken. So. Dann nimmt man den Stecker vom Opel und steckt den hier ein. Also ich habe jetzt wieder mal vergessen, auf Aufnehmen zu drücken, was ich eben erzählt habe. Wir haben den Stecker eingesteckt, dann mit den Schaltern haben wir den Stecker verriegelt und den Ladevorgang gestartet. Dann haben wir das Ganze freigeschaltet mit der App von dem Ladeanbieter. Und anschließend konnten wir dann jetzt in das Kontrollcenter von dem Ladestecker. Der hat tatsächlich ein eigenes WLAN, über das man sich dann auf einer Webseite, also einer Web-App, das ist kompatibel praktisch mit allen WLAN-fähigen Geräten, die einen Webbrowser haben, und können uns jetzt hier anschauen, wie viel Ladung in das Fahrzeug geht. Und zusätzlich können wir noch den Stecker sichern. Das heißt, wir haben in der App die Funktion Lock und Unlock. Und wenn wir die hier aktiviert haben, dann haben die Schalter am Ladestecker keine Funktion mehr. Dann können wir hier so viel machen, wie wir wollen. Dann passiert da nichts. Also es kann dann niemand den Ladevorgang an der Ladesäule selbst unterbrechen. Leider ist natürlich immer noch der Schuko-Stecker so ein Angriffspunkt. Das heißt, wenn jetzt jemand Böses daher will, der könnte einfach den Stecker rausziehen, ne? Aber die Verbindung zwischen Ladesäule und Adapter ist auf jeden Fall nicht unterbrochen worden. Und dementsprechend kann auch der Ladeadapter nicht gestohlen werden, wenn der Dieb die App nicht hat, beziehungsweise das Passwort für das WLAN nicht hat. Sehr interessant, sonst bekommt man diese Informationen nicht. Wie viel Strom fließt, wie viel Energie wird gerade eingebracht und wie viel Energie ist schon in den Akku eingeflossen. Hier mit dem Adapter kann man das schön sehen. An der Stelle unterbreche ich das Ganze jetzt auch und schau mal, ich unlocke den wieder. Jetzt kann ich den Stecker auch abziehen. Ich bin ehrlich mit euch, ich werde natürlich hier nicht den Wagen vollladen, weil ich habe hier sonst nichts zu tun. Wenn ich jetzt in der Stadt wäre, würde ich es natürlich dran lassen und in die Stadt gehen. Aber da das nicht der Fall ist, werde ich jetzt zurück zur Firma fahren und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, jetzt ist der allseits beliebte Regen zurück. Das hat sich natürlich jetzt gelohnt mit dem Autowaschen, ne? Was ich auch interessant finde, der Opel ist tatsächlich bei Strich 45 abgeregelt. Also der macht auch wirklich keinen Zentimeter mehr hier über 45. So, 3 Tage später. Das Auto ist vom Regen jetzt nicht nochmal dreckig geworden, zum Glück hat den Besuch in der Waschanlage auch wunderbar überstanden. Ob das erlaubt ist, müsste man nochmal rauskriegen in der Bedienungsanleitung, wenn drin steht, nicht zulässig,
übernimmt Opel natürlich keinerlei Garantie, wenn was kaputt geht. Die Waschanlage hat es eigentlich gut gemacht. Als kleinen Tipp noch, die Spiegel noch angeklappt, sollte man machen, damit die sich nicht verheddern in den Rollen. Aber ansonsten ist alles dicht geblieben, alles trocken geblieben innen, also alles wunderbar geklappt. Bezüglich der Stromstecker, die könnt ihr jetzt bei uns im Shop bestellen. Kostet 275 Euro. Ich denke mal, ist ein cooles Feature, dass man den wirklich über diese, also diese Web-App-Funktion abschließen kann, um Langfinger fernzuhalten. Klar, man hat immer noch vielleicht mal so einen Strolch, der das Kabel abzieht. Ist natürlich sehr ärgerlich. Wäre auch cool, wenn da jetzt eine SIM-Karte drin wäre, dass man dann sofort Alarm kriegt aufs Handy. Aber das wäre vielleicht dann auch zu viel verlangt. Also das funktioniert alles über WLAN. Dementsprechend, wenn man jetzt nicht in der Nähe ist, bekommt man es dann natürlich nicht mit, wenn der Ladevorgang unterbrochen wird, weil jemand da dran fasst. Aber es ist zumindest schon mal nicht der Fall, dass einem der Adapter geklaut werden kann, was, wie ich finde, schon mal ein Riesenvorteil ist. Ne? Das war's dann von mir an dieser Stelle. Nächstes Mal seht ihr Alex wieder und mich könnt ihr demnächst öfters auf dem Kanal von Delta Drive 45 sehen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!